30! So. Bandoleros von links, Sunrise von rechts. Geht gleich los. Bandoleros mit 3 auf der Snake, 2 auf der Tippi. Snake direkt geladen und kommt auch safe an. Lässt sich checken und ist raus. Schwerin auch auf der Snake. 1. Snake Meyer, Center, Tipek Meyer und Tippi 1. G2 bei Bandoleros ist nur noch besetzt. Snake Corner, Snake Meyer und Tipek Meyer. Jetzt kommen sie. Sunrise schon in Tippi 4 und Tippi 2. Konnten den Corner drüben schießen, den Snake Corner. Snake 2 besetzt. Und Tippis. Und Meyers. Jetzt kommen sie über die Tippis. Keine Chance. Alle raus. Klon 5, keine Ahnung, kann ich leider nichts zu sagen. Und Batterie ist drinne, ja. Badfingers von rechts, King Size von links. King Size gleich ein Spieler verloren. Nur noch die beiden Meyers, Center und Tippi 2. Badfingers, Snake 1, Meyers, Tippi Meyer gedoppelt, Center und Snake Meyer. Tippi Meyer, einer raus. Hubi und Tippi 2. Kingsize verliert ihren Tippi-Spieler. Kingsize nur noch zu zweit. Badfingers noch zu viert. Kingsize nur noch einer. Nur noch im Snake Meyer. Jetzt könnte Hubi aber mal laufen. Und Kingsize verliert ihren letzten Spieler. Da wurde nochmal auf den eigenen Spieler geschossen. Ja, sie wird schießen. Davon kann man ausgehen. Punkt für die Fingers. So. Ten seconds. Bandoleros von links, Sunrise von rechts. Sunrise mit einem 2-1-2, also 2 Tippi, Center, 2 Snake. Snake Meyer muss sich checken lassen bei Sunrise. Ist Tippek wurde geschossen bei Sunrise. Meyer ist sauber. Tippek Corner, Snake Corner ist raus. Center ist raus. Sunrise nur zu zweit. Bandoleros im Snake Cover. Snake 1. Snake Meyer. Und
Tippi 2 und hat auch schon einen Spieler verloren. Nur noch zu viert. 4 zu 2. Snake 2 von Bandoleros. Tippi 3 von Sunrise. Sunrise geht in Snake Corner, wird geschossen. Tippi 3 komplett alleine bei Sunrise. Der Snake-Spieler kriegt nicht mit, dass es nur noch Tippi war. Kriegen nicht mit, dass sie alleine auf dem Feld sind. Sauber. Ich glaube nicht, dass da Inserts reinkommen in dem Lauf. Ich glaube, das ist ein Laufset. Also ist nicht dabei, aber es wird ein Laufset sein. Kings Eyes links, Bad Fingers rechts, Bad Fingers doppelt Snake Meyer und Tipek Meyer. Tipek Meyer wurde einer geschossen. Snake Meyer löst auf Miniam und Center ist besetzt. Kings Eyes verliert auch ihren ersten Spieler, dafür aber schon in Snake 1. Snake Meyer, Center, Tipek Meyer. Snake geht auf oder versucht jetzt in Snake 2, ja. Snake 2 bleibt erstmal liegen. Macht sich unbemerkbar. Badfingers auch Snake 1. Und Hubi ab. Nee, nicht Hubi. Wer ist das? Weiß ich jetzt nicht. Aber Badfingers in Tippi 3. King Size, Tippi 2. Tippi Meyer raus. Snake Meyer und Snake 2. Da hat er eine schöne Kette bekommen, der King-Size-Spieler. Da wurde ein, zwei Bälle mehr geschossen. Badfingers zu dritt, King-Size zu zweit. Badfingers Snack raus. Und wurde dabei geschossen. One on one. Center gegen Snake Meyer. Und Center kriegt nicht mit, dass die Snake raus ist. Snake Corner gegen die mittlere Tonne. Jetzt muss man die Ruhe bewahren.
Badfinger-Spieler geht in das M in die Mitte. Hockt sich da schön hin. Geht weiter in die hintere Tonne. So. Badfinger macht das Ding. Badfingers holt sich den zweiten Punkt. Wie sind die Zeiten? Hallo? Krieg hat keine Antwort. Sunrise von links, Bandoleros von rechts, Bandoleros, drei Leute auf die Snack-Seite, zwei auf die Tippies, Tippi 1 raus. Bei Bandoleros, Snack-Corner, Mini-M und Snake-Meyer, Tippi-Seite ist komplett raus. Sunrise in Tippi 3, Tippi 3 hat von Kopf gekriegt, Tippi 2 Tippi Meier, Mini M, Snake Meier. Drei gegen vier. Sunrise machen das Spielfeld jetzt breit, setzen den Snake Corner nach und Snake 1. Snake Meyer steht mitten auf dem T-Pack Meyer steht mitten auf dem Feld, geht im toten Winkel nach vorne und ist jetzt im großen M. Und jetzt kommt Run Through. Schießt Mini M, Snake Corner und Meyer. Kingsize von rechts, Fingers von links. Jetzt heißt das beeilen. Und Game on. Kingsize. Doppelt Snake Meyer, Center, T-Pack Meyer, T-Pack raus. Badfingers verliert auch schon ihren ersten Spieler. Doppeln die T-Pack Meyer, Center und Cake in der Snake. Geht rüber in Snake 1. King Size nur noch zu dritt. Badfingers aber auch. Kingsize, beide Meyers und den Center besetzt. Badfinger, Snake 1, Center und T-Pack Meyer. Badfinger verliert den dritten Spieler. Kingsize besetzt Tippi 1. Jetzt die Snake aufpassen.
King Size in Tipi 2. Und in Tipi 3 und Badfingers belegt Snack 2. Jetzt kommt ein Run-Through von King Size. Trade. Schade. So, King Size, beide gehen über die Tippies. Tippy 50 und Tippy 2 und holen sich den Center. Das wird ein Punkt für King Size. Gehört. 3 Minuten 16 Badfingers King Size und es steht 2-1 für die Fingers. 10 Seconds, Sunrise Schwerin von links, Gütersloh Bandoleros von rechts. Sunrise belegt Miniam, Snackmeier, Center, Tippi Meier, Tippi 1. Bandoleros nehmen Snake Corner, Snake Meier doppeln und des Tippi Meiers raus und der Tippi Player ist auch raus. Also Bandoleros nur noch zu dritt, Sunrise zu viert. So, da kommt der Marshall angerannt und. Out! Bandoleros nur noch zu zweit. Snake Corner nachbesetzt und auch raus. Bandoleros nur noch einer. Auch raus. Das war's. Sunrise machen den Punkt. Ja, die Podrunner haben heute gut zu rennen. Der ein oder andere Pod bleibt auch mal liegen. Aber das ist halt so. So, Gütersloh Bandoleros gegen Sunrise Schwerin 2-2, 4-21 Restspielzeit. Badfingers von links, King Size von rechts. Bei Fingers nur zu viert, gerade am Break. Da fehlt irgendwie einer. Da müssen sie halt nur zu viert starten. Snake Meier Center, Double T-Pack Meier. King Size im Kick, Snake Meier Center, T-Pack Meier und T-Pack 2. King Size geht ins Mini-M. Badfingers nur noch zu dritt. Nur noch die beiden Myers und Center. King Size ist noch zu viert. Nee, zu fünf, sorry. Hab den T-Pack 2 Spieler nicht gesehen. Ich dachte, er wäre raus. Also, T-Pack 1, T-Pack 2, beide Myers und das Mini-M von den von King Size belegt. Und Badfingers, beide Myers und den Center. Der Center wird ganz schön eingekesselt, also er kann nicht wirklich viel machen gerade. Jetzt wieder. Ist. Da hat die Snake die Meier geschossen. Fingers nur noch zu zweit. Nur noch einer von Badfingers und der ist auch raus.
Tall Fingers. 30! In diesem Block beide Begegnungen 2-2. Bettfingers 1:30 Restspielzeit. Bandoleros von links, Schwerin von rechts. Game on! Schwerin gleich Snake 1. Lässt sich checken. Ist sauber. Snake Meyer, Center, Tippi Meyer, Tippi 2 bei Bandoleros. Snake Corner, Tippi, Snake Tippi. Snake Tippi, Snake Meyer, Tippi Meyer und die Cone. 4-5. Jetzt heißt es Druck aufbauen und Pünktchen machen. Cone ist clean. Da muss die Snake gerade höllisch aufpassen. Snake Bayer geht in Snake Corner von den Schwerinern. Und Center geht in Snake Bayer. Bewegt sich gerade nicht viel. Doch, Snake Corner raus bei Schwerin. Wir haben ein 4-4. Und bis auf die Snake, beide identisch. Bei beiden Teams, beide Meier geladen, beide Tippi 2. Nein, Schwerin, das sind Tippi 3. Und Tippi Meier geht in Tippi 2. Schwerin geht in Tippi 2. In Snake 2. Oh, hat die Snake die Tippi 2 von Bandoleros geknipst. Jetzt 3-4. Schwerin in Tippi 4. Bandoleros nur noch zu zweit. Tippi 4 clean, Tippi 3 nachbesetzt. Jetzt wird der Corner ganz schön eingekesselt von beiden Seiten. Auch nur noch der Snake Corner und der ist raus. Clean. Punkt für Schwerin. Punkt Sunrise! Taiwan Bettfingers 1:30! Also. Eine klitzekleine Pause, wie die Bettfingers in den Timeout genommen haben. Ja, ich hab jetzt sowieso nicht, weil das Spiel noch nicht vorbei war. King Size steht mit alle 5 am Break. Wir sind ready. Bettfingers kommen gerade. Diesmal zu 5.
Mal sehen, was passieren wird. Es könnte sein, dass beide Teams in die Overtime wollen. Oder ein schnelles Ding machen, um sich den letzten Punkt zu ergattern. Wir werden sehen. Game on! Kingsize in den Cake, in den Snackmeier, Center, Tippi-Meier, Tippi 1 geschossen. Bad Fingers verliert gleich 3 Spieler. Nur noch zu zweit. Zu dritt. Den Snackmeier haben sie gedoppelt und den Center. Kingsize jetzt nur noch zu zweit wegen Penalty. Letzte Minute. Jetzt muss Bad Fingers oder Kingsize was machen. Es ist alles noch machbar. Bad Fingers ins Mini-M. Der Cake-Spieler, weiß nicht, ob der da noch rauskommt. Bad Fingers in Snake 1. Hat niemand mit... Doch, hat die T-Pack-Maya mitgekriegt. In Snake 2. Aber der Snake-Player hat einen Treffer. 2-2. Fingers beide Mayas besetzt. King Size... Oh... Spiel zu Ende. Kingsize hatte Penalty. Kurzes Päuschen. Die Teams machen sich bereit für den Overtime-Punkt. ...422 Zuschauer, der Hammer. Eine Minute! Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr dazu. Liebe Grüße zurück. Fingers von rechts, Kingsize von links. Kingsize, Double Snackmeier, wurde aber geschossen. Kriegt auch eine Strafe noch dafür. Kingsize nur noch zu zweit, Fingers zu fünft. Hubi in der Mitte. Kriegt Unterstützung im M. Mini-M lässt sich checken. Zwei Leute im M.
T-Pack 1 und Minion. Und King Size Center und T-Pack Maya. Center geschossen und Maya geschossen. Beide raus. Fingers holen sich den Overtime-Punkt. Die Refs checken die Kniften von Fingers. Was ist da los? Aber auch alle Kniften einmal durchgecheckt. Gibt noch einen Penalty im 1-for-1, aber kriegen den Punkt. So, nächste Begegnung: Stylus Oberhausen, Hannover Showdown 2, Fördergeier Kiel gegen Rebirth Berlin. Wie findet ihr eigentlich den Ton aus der Box, Pitbox? Könnt ihr ja mal ein bisschen Feedback schreiben. Ich höre es selber nicht. Ich habe hier leider keinen Ton.